Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Roller Mingwanzen, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu einem 1000 vs. 1000 Matchup zwischen Javal-Rekruten und versteckten Figuren. Das sind relativ Einheiten, die sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf agieren können. Und ja, die wollen wir heute einfach in einem absoluten Gemetzel aufeinander loslassen. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich denke mal, es wird geil. Und ja, genießt die Show. Genießt das Battle. Ich werde jetzt hier gleich brutal schwitzen, wahrscheinlich ins Schwitzen geraten, weil das eine absolute Stresssituation wird. Diese Matchups helfen mir beispielsweise auch ziemlich gut, finde ich, dass ich die Einheiten ein bisschen besser kennenlerne hier in Bannerlord. Und ich mag das Format eigentlich auch ziemlich gern, weil es einfach, es ist sowas so, es ist wieder was Leichteres, so, ihr kennt mich ja, ich bin ja eher ein bisschen faul eigentlich und aber auch ein bisschen experimentierfreudig. Und da trifft sich, hat sich ganz gut getroffen, jetzt hier, dass es bei Bannerlord diese benutzerdefinierten Schlachten gibt. Und ich finde es natürlich geil, je blutiger die Schlacht wird, desto besser. Alter, die ziehen sich zurück. Der Lucar, der setzt ein bisschen auf Taktik, glaube ich sogar. Die Sau. Ich meine, ich tue sie einfach reinschicken. Was natürlich auch nicht verkehrt ist, ne? Boah, da kommen sie runter. Passt auf, die schmeißen mit Speeren, das kann ins Auge gehen. Und dann ist Feierabend, aber richtig. Das, ich müsste mal gucken, wie viel. Okay, das ist richtig nah beieinander. Das sind 20 außen, die sind 20 auseinander. Ich habe 6 immerhin schon mal getötet. Im Nahkampf, ich glaube, die Treffsicherheit ist ein bisschen mehr bei auf unserer Seite. Die Wurfmesser sind halt schon sehr, sehr geil. Okay, das wird jetzt richtig ekelhaft für meine Jungs. Vor allen Dingen, weil die halt jetzt uns direkt hier treffen können. Wo es richtig weh tut. Okay, 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 okay. Arschgeleckt. Arschgeleckt hier. Absolut arschgeleckt. Die schmeißen schon mit den Messern. Nimm das! Und dies! Jawohl! Das Werfen finde ich hier super geil. Wenn ich hier natürlich irgendwo ein paar Speere finde, dann habe ich Glück natürlich. Boah. Was ein Stellungskrieg. Schnappt sie euch, schnippt sie auseinander. Shit, boah, das ging voll in die Seite rein. Beziehungsweise in meinen Ranzen. Scheiße. Alter. Was ist denn das hier? Was eine Schlacht. Und wir sind noch nicht mal zur Hälfte durch. Okay, das wird jetzt hier... ein absolutes Gemetzel abgeben. Aber biblischen Ausmaßes. Scheiße, ich habe keine Speere mehr. Dann muss ich jetzt in den Nahkampf gehen. Das ist ja auch gut. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Feuerschutz hier. Die versuchen sich zurückzuziehen, die Schweine. Aber bisher... ich
Kann ich jetzt hier vielleicht irgendwas? Keine Ahnung. Nee, geht. Oha. Das war knapp. Donnerlittchen. Alter. Junge, ich duck mich hier gerade selbst. Scheiße. Oh, das war jetzt richtig blöd, weil jetzt kommen sie nämlich auf mich zu und wollen mir natürlich ans Leder. Scheiße, die wollen mir echt den Gar ausmachen. Gott sei Dank ist meine Figur relativ... Ich weiß gar nicht, wie schnell die ist. Ich glaube, die ist... Boah, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Boah, ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab Glück, ich hab so Glück gerade. Ich hab so scheiß Glück. Geht weg. Ja, die hätte ich, gegen die hätte ich niemals überlebt, ey. Stirb, du Hund. Boah. Junge. 700. Das ist immer noch super nah beieinander. Wir können den halt jetzt wirklich keine Atempause eigentlich gönnen. Also das dürfen wir sowieso nicht. Aber von denen ziehen sich auch mehr zurück. Ich glaube, die Schlacht könnte jetzt sogar schon... Obwohl, ne, da kommen sie erst hoch. Oh, scheiße! Junge, der eine hat mir voll eine mitgegeben. Aber ich glaube, die Schlacht haben wir gewonnen. Ja, wir haben den Kampf gewonnen. Definitiv. Die ziehen sich jetzt zurück. Junge. Ja. Boah. Wir haben tatsächlich jetzt wir haben fast 800 Männer verloren. Ich selbst habe 11 getötet. Der Feind hat sich frühzeitig tatsächlich zurückgezogen. Ich finde das echt krass, das Outcome hierbei. Ich sag so, wie es ist. Hat Spaß gemacht, hat super viel Spaß gemacht. War geil. Wenn ihr gern mehr von diesen Videos sehen wollt, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns, hoffe ich, beim nächsten Mal wieder. Und dann bis dahin, haut rein, bleibt dabei, macht's gut, eure Lemmingmans, bis zum nächsten Mal. Und ciao.